Ja, ganz herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich kann es in etwa befriedigen, also ich werde mal mein Bestes tun. Ich habe einen Text hier vorbereitet, also rein technisch eine Voranmerkung. Ich muss jetzt immer ein bisschen zwischen meinem Text und ein paar freien Erklärungen hin und her wechseln. Das ist nicht so ganz ideal, aber ich musste diesen Text aus anderen Gründen verfassen und deswegen habe ich ihn halt geschrieben. Also ich bitte Sie da etwas um Nachsicht. Ich werde also immer wieder ein Stück von meinem Text lesen und dann dazwischen dann auch versuchen, vielleicht Dinge, die nicht so ganz klar geworden sind oder die ein bisschen zu kompakt ausgedrückt sind, eventuell noch mit anderen Worten erläutern. Wenn Sie Fragen haben, wenn etwas unverständlich ist, und das ist, ich denke, sehr, sehr sicher der Fall, dann bitte unterbrechen Sie mich jederzeit, melden Sie sich und wir können dann auch natürlich über Ihre Fragen diskutieren. Sie haben schon gesehen, was das Thema meines Vortrags ist. Ich möchte eigentlich im Wesentlichen nur ein einziges Bild mit Ihnen anschauen und über dieses Bild sprechen. Natürlich wird es dann doch de facto nicht bei einem Bild bleiben, aber im Wesentlichen geht es um ein Bild, nämlich, wie das schon hier heißt, das Bild mit dem Titel Komposition 9 von 1936. Wir werden es auch gleich zu Gesicht bekommen. Wie Sie sicher wohl alle wissen, Kandinsky musste ja 1933 Deutschland verlassen, als der Nationalsozialismus an die Macht kam. Er war ja am Bauhaus angestellt, das Bauhaus selber musste ja schließen. Und Kandinsky ist dann nach Frankreich hierher emigriert, hatte dann die letzten Lebensjahre in Paris verbracht und hat in Paris noch und hat dann auch die Kriegsjahre in den Pyrenäen verlebt und hat in dieser Zeit noch ein sehr interessantes Oeuvre, ein sehr interessantes Spätwerk vollendet. Und aus dieser Zeit stammt genau dieses Bild. Sie sehen, das Jahr ist 1936. Kandinsky starb 1944, also noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das ist also in dem Sinne wirklich eines seiner späten Bilder. Kandinsky war gerade 70 Jahre alt, also in seinem 70. Lebensjahr hat er das Bild gemalt. Und was besonders, also für mich sehr erstaunlich ist, welche starke Farbigkeit diese alten Bilder von Kandinsky, diese späten oder diese Bilder des alten Kandinsky angenommen haben. Das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie Matisse. Als Matisse dann auch schon in hohem Alter war, hat er dann leuchtende Farben, noch leuchtender als in seiner, hell leuchtende Farben bevorzugt, hat dann ja auch diese Papierausschnitte gemacht. Er hat also direkt in das farbige Papier hineingeschnitten und hat sozusagen Papiersilhouetten oder Papierskulpturen gemacht. Und ganz ähnlich auch bei Kandinsky, da erwacht so ein Interesse an der prallen Farbigkeit. Das ist das Bild, um das geht es mir. Und ich möchte jetzt zunächst mal vorsichtig an eine Interpretation herantreten, um dann in einem zweiten Teil immer weiter wegzugehen, ohne dass wir das Bild natürlich ganz aus den Augen verlieren und dann eine philosophisch-phänomenologische Interpretation anschließen. Also zunächst einmal so etwas wie eine ganz simple, man kann das nie simpel genug machen, eine ganz einfache Bildbeschreibung, was ist es eigentlich, was wir sehen, was sehen wir? Können wir sagen, auf den ersten Blick unterteilt sich das Bild in zwei große Bereiche, einer Grundebene und einer darüber sich befindlichen Ebene. Also das kann man sich so verdeutlichen, wir sehen hier dieses Grundfeld, wenn wir also mal diese ganz kleinen Details mal ausblenden, wenn wir die alle mal weglöschen würden, dann bliebe unten so ein Feld, ein homogenes Feld, das aber doch eben nicht rein homogen ist, weil es eben unterteilt, unterschichtet ist mit diesen diagonalen Linien und dann auch eben vier diagonalen Flächen, die von den Linien ausgegrenzt werden. Also die Grundebene, müssen wir feststellen, besteht aus vier farbigen, diagonal angeordneten Flächen, eines hellen Blau. Also die Farben können jetzt ein bisschen, aber es stimmt noch, die Farben können jetzt ein bisschen divergieren, weil das immer natürlich von den Abbildungen abhängt. Ich habe das auch aus einem Katalog heraus gescannt. Die Farben verändern sich dann von einem technischen Prozess zum anderen. Ein helles Blau, dann ein helles und ein dunkleres Rot sowie ein helles Orange. Und die jeweils freien linken und rechten Bildpartien, die also nicht in diesem
Diagonalfeld eingespannt sind, die beide jeweils ein Dreieck bilden, die weisen ein lichtes Gelb und zartes Grün auf. Sie sind identisch, muss man sagen, und sind nur aufgrund des sie ausschneidenden Diagonalfeldes in der Mitte jeweils nach oben bzw. nach unten ausgerichtet und jeweils dann spiegelverkehrt angeordnet. Und dann sind sie eigentlich doch eben nicht wirklich identisch. Also rein rechnerisch sind sie vielleicht identisch, aber visuell sind sie dann allein schon durch die Kippung sind sie dann doch nicht identisch. Und dieses sowohl als auch oder weder noch, je nachdem wie man das sieht, das wird uns bei der Beschreibung des Bildes die ganze Zeit über begleiten. Also das auch nur als eine Vorandeutung. Über der Fläche mit diesen schlichten geometrischen Formen lagert eine Vielheit voneinander sich zum Teil überlappenden Gebilden, deren Grundformen Rechtecke oder Kreise, aber auch schlanke, gebogene Flächen bilden, ganz links zum Beispiel, und zum Teil, wie Inseln, eigene kleine Formwelten schaffen. Also ich weiß nicht recht, wie man da welchen Begriff man dafür verwendet. Man könnte eben von Formgebilden sprechen, man könnte von Komplexen sprechen, man könnte von Ensembles sprechen. Es gibt auch, das werden wir dann noch sehen, ein Bild von Kandinsky, das trägt den Titel Ensemble. Also je nachdem, wie auch immer man das nennt, oder Struktureinheiten, es fällt auf, dass also das nicht irgendwie ein, es ist weder einfach eine homogene Fläche, noch ist es irgendein Durcheinander, sondern es ist sehr wohl komponiert, es ist sehr wohl gestaltet und es bilden sich einzelne Spannungsfelder, die sich voneinander abheben. Und es kommt es darauf an, das noch genauer anzusehen, wie sie sich zueinander verhalten. Die Farben reichen, wenn wir die Farben nochmal betrachten, die Farben reichen von blendend hellem Weiß, das ist da links zum Beispiel, der Kreis, zu tief dunklem Schwarz in der Mitte, wobei sich die dunklen Partien im oberen Mittelfeld des Bildes konzentrieren. Das fällt ja überhaupt auf, dass wir in der Mitte so eine, und zwar versetzt nach oben, eine relativ starke Konzentration haben. Hier ist sogleich der Ort, wo sich die größten und komplexesten Formgebilde sammeln. Das Bild erhält so einen Schwerpunkt in der nach oben verlagerten Bildmitte, der aber von zwei größeren und wesentlich helleren Gebilden flankiert wird. Also das sind dann diese beiden Momente. Wobei das Rechteck die dominante Form auf der linken Seite, also ganz links, der Kreis die dominante Form auf der rechten Seite bildet. Also wir haben rechts und vor allem nach rechts unten. Wenn Sie darauf achten, haben wir hier eine ganze Welt aus Kreisen. Da gibt es also nur Kreise. Den größeren Gebilden dieser zweiten Ebene, also zweite Ebene meine ich jetzt nicht die Grundebene, sondern die Ebene darüber, eben die Ebene mit all diesen kleinen Formengebilden, den größeren Gebilden dieser zweiten Ebene sind zum Teil ebenfalls Gebilde aufgelagert. Also wenn wir das genau ansehen, ist das ziemlich kompliziert. Wir haben also nicht jetzt einfach nur eine Grundfläche und darauf haben wir dann verschiedene Konglomerationen, sondern wenn wir nur eines dann herausnehmen, dann ist das selber wieder überschichtet von anderen Elementen. Also das hier zum Beispiel, auf dem befindet sich wieder das, und auf dem befindet sich dann noch diese Flächen, rundlichen Gebilde, die also selbst nochmal auf dem Rechteck aufgebildet sind, das sich auf einem anderen Rechteck befindet und dieses befindet sich auf einem verschobenen Rechteck und so weiter. Also wir haben so eine Überschichtung von Formengebilden und das ist natürlich in der Mitte besonders kompliziert. Wenn wir das alles jetzt nach und nach beschreiben wollten, würden wir also in 5 Stunden wahrscheinlich hier noch sitzen. Aber Sie sehen das Prinzip und es kommt auf das Prinzip an. Also den größeren Gebilden können wir sagen, dieser zweiten Ebene, die Ebene mit diesen, eben mit diesen Gebilden, sind zum Teil ebenfalls Gebilde wiederum aufgelagert und denen wiederum und so weiter. Dabei sind die Formen teilweise transparent. Das ist jetzt noch eine wichtige Feststellung. Wir haben hier zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu geben, dieses schachbrettartige Moment, das auf diesem Schwarz aufgelagert ist. Offensichtlich ist das auf dem aufgelagert. Da scheint aber das Schwarz noch leicht durch. Oder hier haben wir auch, wo der Grund sogar durchschimmert. Also wir haben nicht überall, aber sehr häufig, hier kann man das auch sehr gut sehen, haben wir eine transparente Überschichtung.
Und dabei lassen eben diese transparenten Überschichtungen entweder den Grund, die erste Ebene, durchscheinen oder die größeren Gebilde der zweiten Ebene. Also das Prinzip der Transparenz organisiert sich auf allen verschiedenen Ebenen. Die überlappenden Partien erhalten eine modifizierte Farbigkeit, das kann man gut erkennen, sowie zwei übereinander gelegte Glasplatten. Also wenn Sie zwei verschiedene farbige Glasplatten aufeinander legen, gibt es eben natürlich dann im Schnittpunkt eine Mischfarbe. Dieser Effekt verstärkt noch die Transparenz, also diese Mischfarbe, und man könnte dann sagen, die lichte Beschaffenheit und damit auch die Lichtnatur, könnte man nahezu sagen, und die Leichtigkeit dieser ganzen Gebilde. Also sie haben wohl irgendetwas Fragiles auch an sich. Es sind sie manifestieren sich nicht mit Gewalt im Raum, sondern sie sind eben transparent. Sie sind durchscheinend, also das Licht lassen sie durch. Sie sind lichtfreundlich, könnte man vielleicht in dem Sinne auch sagen. Nur die grellweißen und tiefschwarzen Partien in der Bildmitte lassen kaum etwas durchdringen, aber man kann sogar da auch eine Transparenz feststellen, aber in wesentlich geringerem Grade. Und scheinen also selbst an den Stellen, an denen sie ihrerseits überlappt werden, in einer Modifikation ihrer Farbigkeit durch. Also das kann man eben auch feststellen, nur nicht so stark. Des Weiteren fällt auf, dass in der Bewegung vom Untergrund der ersten Ebene zur zweiten Ebene mit den großflächigeren Gebilde hin zu den ihnen noch auflagernden kleineren Formaten die Kleinteiligkeit der Gestaltung zunimmt. Also mit anderen Worten, je weiter es auflagert, desto kleiner werden die Gebilde, sodass der Effekt entsteht, dass eben die auflagernden Gebilde nicht alles überdecken, was darunter ist, sondern es ist in gewisser Weise pyramidenartig. Es spitzt sich immer mehr zu. Je mehr wir an die wirkliche Oberfläche gehen, desto kleiner werden die Gebilde. Und das können wir jetzt mal auch so im Ausschnitt noch mal betrachten, also nur mal den linken Teil. Dieser Ausschnitt zeigt ein Gebilde, das selbst wieder aus rechteckigen und runden Formen zusammengesetzt ist, wobei sich beispielsweise im linken Bildteil, wenn wir nur jetzt diesen betrachten, den rechteckigen, runde Formen über ein rechteckiges grünes Feld schieben. Inmitten der runden Formen erhebt sich wiederum ein rechteckiges längliches Feld, eine solche sich fortsetzende Überschichtung mit zum Teil transparenten Partien sind in allen Teilen des Bildes zu sehen. Weitere Ausschnitte dieses Bildes erinnern an verwandte Bildlösungen in anderen Werken Kandinskys, ohne dass sie diese aber kopieren würden. Das ist auch interessant. Also Kandinsky findet immer wieder eine neue Art und Weise, doch irgendwie, was jetzt ja schon durchschimmert, ist so ein gewisses, wie soll man das nennen, so ein handwerklicher Grundzug. Den kann man auch in anderen Bildern feststellen, doch sind die Lösungen aber dann im Detail immer wieder verschieden. Also es gibt zum Beispiel die einander überlagernden transparenten Rechtecke. Das ist ein relativ einfaches Bild, aber hier sehen Sie ganz deutlich, da sind also nur Rechtecke bevorzugt, aber hier ist auch schon der Gedanke realisiert, dass es sich um transparente Scheiben handelt, die eben gleichsam durchsichtig sind. Hier ist es so ein sehr deutlicher, fast in der Bildmitte auch wieder so ein bisschen nach oben verschoben, ein Schwerpunkt mit diesem Rot und diesem gefleckten Orange daneben. Das Bild heißt auch einfach 13 Rechtecke und stammt von 1930, also 6 Jahre vor dem Bild, das wir jetzt als Hauptbild ausgewählt hatten. Und dann das Gegenteil dazu, also nicht Rechtecke, sondern Kreise. Da gibt es also auch ein Beispiel. Das heißt einfach nur einige Kreise, das Bild. Das ist von 1926, das ist noch Bauhauszeit. 1930 natürlich auch. Und das können wir jetzt, wenn wir das mal mit dem anderen Ausschnitt unseres Bildes konfrontieren, dann sieht das jetzt fast so aus, als wenn also dieser Teil hier sich hier wiederholt oder umgekehrt, weil das ja früher ist, als wenn diese Modulation dann hier nochmal aufgenommen worden ist. Also Sie erkennen sofort auf den ersten Blick grundlegende Tendenz der Gestaltung, die dieselbe ist, aber natürlich das Produkt ist keineswegs dasselbe. Und das Problem desselben, das wird uns dann noch ausführlich beschäftigen,
Das heißt also, wir haben, selbst wenn vielleicht nur ein Stückchen anders gewesen wäre, wäre es ja schon nicht mehr dasselbe. Aber natürlich haben wir hier ein ganz anderes Arrangement. Wir haben vielleicht auch einen dominanten Kreis wie hier, aber sonst ist das Arrangement ein ganz anderes. Auch die Farben verändern sich. Also wir haben etwas, was man vielleicht auch als Bewegung bezeichnen kann, dass hier ein Grundmittel, ein stilistisches Grundmittel in Bewegung kommt und dann unzählige Variationen aus sich entlässt. Aber auch zur Bewegung möchte ich dann nochmal extra etwas sagen, deswegen breche ich dann hier auch diesbezüglich ab. Ein weiteres signifikantes Moment besteht darin, dass sich einige relativ autarke Bildpartien immer weiter eingrenzen lassen, vor allem die ohnehin komplexen, aus möglichst vielen Überschichtungen zusammengesetzten, sodass man sagen kann, dass das Bild, Komposition 9, eben unser Bild, nicht nur aus relativ autarken Teilbildern zusammengesetzt ist, sondern dass sich zumindest einige der Teilbilder noch in weitere Bilder unterteilen lassen. Das können wir also einfach mal als ein Experiment so uns vorstellen, dass wir einen Ausschnitt nehmen und von dem können wir nochmal einen Ausschnitt machen. Und das Eigentümliche ist, jedes Bild sieht eigentlich doch relativ autark aus. Also machen wir mal so das Gedankenspiel, wenn wir nur das Bild kennen würden von Kandinsky, würden wir auch nichts dagegen einwenden können. Wir müssen es akzeptieren, dass das ein selbstständiges Bild wäre. Wir hätten kein Argument, kein Kriterium zu sagen, ja, da fehlt doch was. Das denke ich, ist eine interessante Feststellung. Dass man die Bilder also in gewisser Weise, vielleicht nicht willkürlich, aber auf eine gewisse Art kann man die zerschneiden, zerlegen. Und sie bleiben doch immer noch, ja was, in gewissem Sinne autonome Bilder. Aber gerade auf dieses Moment komme ich auch dann nochmal zurück. Das ist nochmal ein anderer Ausschnitt. Aber Sie sehen, auch der lebt eigentlich aus sich, hat auch eine Spannung aus sich heraus. Man könnte das also wirklich als ein selbstständiges Bild ansehen. Ich habe das Beispiel jetzt gewählt, weil wir darin noch etwas anderes erkennen können, nämlich etwas, was an eine Art von Hieroglyphen erinnert, an Glyphen generell, an eine Art von Zeichenschrift, nämlich das ist dieses Feld hier. Das heißt also, wenn die Gestaltungskomponenten, die Struktureinheiten möglichst kleinteilig werden, erinnern sie aber einer bestimmten Größe oder Kleinheit an Schriftzeichen. Sie erweisen sich dann in gewisser Weise als autarke Strukturganzheiten, die ihrem Aufbau nach den größeren Gebilden durchaus ähnlich sind. Und auch dafür gibt es einige Beispiele. Kandinsky entdeckt offensichtlich diese wie man immer das nennen möchte, Pseudoglyphen oder diese Pseudoschrift entdeckt er als ein Stilmittel auch so Mitte der 30er Jahre oder ein bisschen früher schon. Und da möchte ich Ihnen einfach auch nur zur Illustration noch ein paar Beispiele zeigen. Bild nennt sich das linke Bild, das rechte ist also unser Bild, der Ausschnitt aus unserem Bild. Das linke Bild heißt gestreift, einfach nach diesem grundlegenden Kompositionsschema. Aber Sie sehen, was hier besonders eben betont ist, ist dieses Stilmittel der eigentümlichen, wenn man das so nennen wollte, Zeichen. Und dann gibt es auch dann diese Form noch, das nennt sich Himmelblau, ist relativ spät, 1940, wirkt auch in der Art und Weise sehr leicht. Manches erinnert an Miró nahezu. Aber Sie sehen hier, haben wir wieder einen anderen Fall. Wir haben im Grunde genommen das Gleiche wie hier, das heißt, hier haben wir keine Überlappungen mehr, oder nur vielleicht ganz wenig, das sieht so aus wie eine Überlappung, sondern wir haben für sich separierte Zeichen, die dann doch als diese Zeichen vielleicht noch in sich dann wiederum natürlich sich überschneiden, aber die dann, die großen Zeichen überschneiden sich selber nicht nochmal, sondern da ist immer sehr viel Raum, Himmel, Luft eben dazwischen. Den Eindruck von Schriftzeichen erwecken sie nur in der Relation einer bestimmten Größenanordnung, möchte ich sagen. Also je näher man das jetzt sehen würde, das heißt also je größer man das machen würde, wenn wir nur das nehmen oder selbst wenn wir drei nehmen, ich denke, dann hätten wir nicht mehr die Illusion, das könnten auch Schriftzeichen sein. Dann würde das wieder als ein
eigenes Gebilde, das halt so gestaltet ist, erscheinen. Also die Schriftzeichen müssen in einer gewissen Größenanordnung angeordnet sein oder sogar dann im Extremfall so. Das sieht jetzt aus wie so ein Baukasten, fast wie ein Alphabet, könnte man meinen, also eine Geheimschrift. So, da geht's los, A, B, C und so weiter. Das sind also auch Formen, die Kandinsky in dieser Zeit entwickelt hat. Das Bild heißt 30, ganz einfach, nach der Zahl der Felder, von 1937, also ein Jahr nach dem Bild, das wir hier im Mittelpunkt haben. Was alle diese Gebilde, die wiederum aus einer Mehrzahl von kleineren Gebilden bestehen, das kann man an unserem Bild sehr gut sehen, das sind ja in sich nochmal hier auch teilweise so minutiös nochmal fragmentiert und unterteilt in Farbfelder. Was alle diese Gebilde, die wiederum aus einer Mehrzahl von kleineren Gebilden bestehen, gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie weitgehend eine jeweils abgeschlossene Struktur bilden. Und das könnte man, also nach in phänomenologischen Kontext, könnte man das eine Welt nennen. Also wir hätten sozusagen hier so eine Art Kosmos vor uns mit integrierten Welten. Wobei relativ autarke Welten weitere relativ autarke Welten in sich schließen. Das haben wir schon gesehen. Es gibt ja aber hier nochmal auch ein spätes Beispiel, das heißt zum Beispiel Ensemble. Das ist von 1940, buntes Ensemble. Und da sehen wir dieses Gestaltungsprinzip nochmal sehr schön. Wie also auch wieder eine Grundfläche, die eine unregelmäßige Form hat, in sich weitere Flächen Gebilde beinhalten, die in sich selber wieder unterteilt sind. Also im Grunde genommen dasselbe Strukturmerkmal. Was aber jetzt schon sehr wichtig ist, denken Sie nochmal dran, was ich vorhin gesagt hatte, immer mit dem sowohl als auch. Diese Welten sind eben nicht absolut autark, sondern sie sind nur relativ autark. Das heißt, sie sind nicht wirklich abgesondert. Wenn es keine Überschneidungen mit anderen Struktureinheiten gibt, also wenn wir keine Überlappungen feststellen können, so verbindet doch immer noch der gemeinsame Untergrund all das, was ihm aufgelagert ist. Also eine gewisse Bodenfunktion gibt es da noch, wie hier zum Beispiel eben auch. Aber auch hier können wir wieder sehen, die Bodenfunktion ist äußerst porös, weil die in sich ja schon wieder mit unzähligen, fast so wie eine Milchstraße, mit unzähligen kleinen Formelementen, Kreisen hauptsächlich oder nur Kreisen sogar, versehen ist. Also all das ist nur relativ autark, weil es irgendwo eine deutliche Grenze findet. Sei es, dass es letztendlich der gemeinsame Untergrund ist. Aber wenn wir gerade dann in unserem Bild den Untergrund nochmal sehen, hatten wir festgestellt, dass gerade auch dieser Untergrund eben nicht eine homogene Fläche ist. Schon allein aus dem Grunde, weil er in verschiedenen Farben unterteilt ist. Also in dem Sinne gibt es auch selbst bei dem Boden, das Fundament, gibt es keine Homogenität. So könnte man sagen, dann ist alles Teil und alles Ganzes in einem. Also wir sehen durchaus Ganzheiten, aber das relativiert sich sofort durch andere Ganzheiten. Wir sehen beides. Wir müssen beides. Wir können nicht sagen, das sind nur Teile oder das ist ein Ganzes oder Ganzheiten, sondern es spielt ineinander. Was eine Ganzheit von einem Gesichtspunkt ist, kann von einem anderen ein Teil sein und so weiter. Es gibt eben kein ein Ganzes, da eben nicht einmal der Bildgrund eine Einheit aufweist. Zugleich relativieren die Teile nicht die Ganzheit als solche, denn es gibt sie doch, nämlich das Ganze, die Ganzheit, nämlich als das Ganze einheitlicher Strukturgebilde. Sie sind ja doch irgendwo identifizierbar und gegeneinander abzugrenzen. Zum Beispiel könnten wir davon sprechen, aber zugleich müssen wir immer sagen, es ist nicht absolut autonom, nicht absolut autark. Alle diese Strukturgebilde, die wir also identifizieren können, können sich selbst nicht zu absoluten Ganzheiten aufschwingen, da sie immer wieder Übergänge bilden oder in Übergängen eingebunden sind. So kann man feststellen, dass es hier weder das eine Ganze gibt, wie gesagt, noch nur Teile, denen sozusagen die Idee des Ganzen ganz und gar abhanden gekommen wäre. Die Struktureinheiten besitzen eindeutige Grenzen, scharfe Linien teilweise, äußerst scharfe, also das, was man unter Grenze schlechthin sich vorstellt, und doch sind sie nicht absolut in sich eingegrenzt und von allem anderen abgegrenzt. Sie sind ebenso hermetisch, also für sich abgegrenzt, wie transparent und übergängig. So, das muss man jetzt zusammendenken.
Beides. Größte Geschlossenheit und größte Offenheit in einem. Es gibt weder nur Dominanz, noch nur ein Nebeneinander, noch nur ein Tableau, wo alles sich durchdringt. Das gibt es natürlich auch nicht. Sondern wir haben durchaus ein gewisses Gefälle. Es ist nicht einfach ein heilloses Durcheinander. Dem entspricht, dass zwar von geometrischen Gebilden Gebrauch gemacht wird, dass aber auch das Geometrische nicht dominiert. Also wir haben hier nicht eine ausgesprochen geometrische Kunst, die es ja auch gibt. Es besteht folglich keine geometrische Homogenisierung, da das Geometrische nicht die führende Rolle spielt, sondern offenbar in ein noch anderes Spiel eingelassen ist. Und das Gleiche gilt für die Bild- und Zeichencharaktere, also die Bilder im Bild und die Zeichen, die wir gesehen haben. Was zunächst wie Bilder im Bild anmutet, sind eben doch keine in sich eigenständigen Bilder. Und was wie Schriftcharaktere wirkt, ist das auch nur in einer bestimmten Perspektive. So arbeitet alles, was in diesem Bild aufgrund von Form und Farbe ist, daran, ein Weder noch zu verkörpern, ein solches aber, das zugleich in bestimmten Hinsichten ein Sowohl als auch ist. Was aber ist es dann? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, wenn wir sagen, alles ist weder noch oder alles ist sowohl als auch. Alles kann Teil sein, alles kann Ganzes sein, alles ist Teil und Ganzes und alles ist nicht Teil und nicht Ganzes. Das ist nicht sehr befriedigend. Was also, da müssen wir die Frage stellen, gibt es dann nicht doch etwas, das diesen Subbildern, Strukturganzheiten, ohne den Zwang eines geometrischen Rahmens zum Beispiel, der ja nicht vorhanden ist, was ist das, das dann doch das Ganze zusammenhält? Wie gesagt, das Bild heißt Komposition. Und eine Komposition ist ja etwas in sich, wenn die Komposition glückt, ist das etwas in sich Stimmiges. Und das muss eine Art Rhythmus haben. Es muss etwas sein, was das zusammenhält, damit es nicht auseinanderfällt und eben dann keine Komposition ist. Also die Frage wäre, was ist das nun, wenn wir sagen, es gibt Teile, die dann doch keine Teile sind, ein Ganzes, das doch kein Ganzes ist. Ja, was ist dann doch wirklich sozusagen in Anführungszeichen die Substanz, dasjenige, das einende Band, das, was diese ganzen Formen zusammenhält? Oder schwirren die wirklich einfach nur so dahin? Das wäre die Frage und das müssen wir jetzt versuchen zu klären. Immerhin ist das Ganze, also in Anführungszeichen jetzt geschrieben, ein Bild, würden wir natürlich jetzt ganz banal sagen. Wir haben hier ein Bild vor uns. Es sind nicht zwei Bilder. Gut, wir können das Bild zerschneiden. Dann sind es vielleicht mehrere. Aber wir haben von Kandinsky dieses eine Bild überliefert bekommen. Das ist also ein Bild, eine gewisse Identität. So wie es vor uns steht. Es muss also irgendein Gemeinsames geben, auch wenn dieses nach allem, was wir bisher erfahren haben, nicht als eine Struktur im Bild begegnet. Das würde jetzt also eine These sein, die ich formulieren würde. Im Bild finden wir also offensichtlich nicht ein dinghaftes Moment einer solchen zusammenhaltenden Struktur. Eine Struktur, die so sichtbar, so fassbar wäre, wie es diese relativen Ganzheiten selber sind. Um diesem unsichtbaren Grundzug, es geht auch um Unsichtbarkeit in dieser ganzen Sichtbarkeit, um diesem unsichtbaren Grundzug, der das Bild vielleicht nicht nur zusammenhält, so wie eine Klammer separate Teile zusammenschließt, darum geht es uns ja nicht, sondern es gleichsam trägt und damit in die Sichtbarkeit hebt, können wir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was erfahren wir über den Bildraum und was über die Bewegungen, die in ihm und mit ihm erfolgen? Also die beiden Fragen sollten wir uns jetzt als nächstes stellen. Die Frage nach dem Raum, nach dem Bildraum und nach den Bewegungen. Die Frage nach den Bewegungen wird auch die wichtigere sein. Gehen wir aber erstmal zum Raum. Was den Raum betrifft, so wird man sagen können, dass er durch ein Profil von Orten gegliedert ist, so wie wir das schon gesehen haben. Dass aber diese Orte, die einzelnen Gebilde, die jeweiligen Strukturganzheiten, wiederum nicht so fest gegründet sind, dass sie durch klare Linien gleich Bollwerken abgegrenzt in sich autonome Orte wären. Das haben wir alles gesehen. Dazu besitzen sie, wie wir sahen, zu viele Übergänge und Durchlässe und es gibt keinen einheitlichen Raum, kein Koordinatensystem, in dem einzelne Orte in bestimmten Relationen zu ihm eingetragen wären. Der Raum, der hier besteht, ist also weder der Raum eines einheitlichen Fundaments oder Rahmens, noch ein solcher Raum, der sich nur aus dem Zueinander von an sich autonomen Orten aufbauen würde. Und auch hier gilt wiederum, er ist vielleicht zugleich dies beides in einem.
er ist eben doch auch irgendwo Fundament. Denn es gibt hier die einheitliche Grundfläche. Ein Fundament jedoch, das kaum, dass es in Erscheinung tritt, sich gegen sich selber wendet, ohne sich aber aufheben zu können. Gegen seine Einheit revoltieren die Form- und Farbabgrenzungen in ihm selbst, die aber seine Funktion, so etwas wie eine Grundfläche zu sein, nicht wirklich beseitigen können. Und zum anderen ist dieser Raum auch ein solcher, der durch Orte ermessen wird, nur dass diese Orte in ihren Struktureinheiten nicht, wie wir sahen, die autonomen, autarken Gebilde sind, die zu sein man gemeinhin den sogenannten Identitäten von Welten unterstellt. An dieser Stelle sind wir bei unserem Versuch, nach dem Ausschau zu halten, was dieses Bild zusammenhält, noch nicht sehr viel weitergekommen. Betrachten wir daher noch das zweite Moment, das Moment der Bewegung. Bewegung verbindet Raum mit Zeit. Wenn die relativen Orte der Struktureinheiten weder gegeneinander abgeschottet noch einem homogenen System eingeordnet sind, sich also weder je in sich selbst noch bezüglich eines dritten, zum Beispiel Koordinatensystem, definieren, so besteht nur mehr die Möglichkeit, dass sie sich zueinander definieren. Aber eben wie? Das Definieren ist dann ganz wörtlich zu nehmen, gerade im Überschreiten ihrer Grenzen ihre Grenze zu finden. Dass also die Struktureinheiten nicht in sich oder in einem sie übersteigenden System verharren, verurteilt sie dazu, sich zu bewegen, sich zueinander zu bewegen. Und dieses Moment ist es, das zu den Überlagerungen, Überlappungen führt. Wollte man diese Beweglichkeit zunächst in erster Linie räumlich begreifen, so impliziert sie zugleich eine Zeitlichkeit. Also jetzt haben wir vielleicht die Bewegung eher räumlich noch betrachtet, mit dem Zueinander der Orte. Aber jetzt achten wir mal auf die Zeitlichkeit. Denn damit, dass es schlechterdings kein Verharren gibt, müssen wir eine Dynamik akzeptieren, die diese Art und Weise, wie Struktureinheiten oder Ganzheiten aufeinander bezogen sind, inhärent ist. Mit anderen Worten, wir können und müssen wohl das Bild, das so natürlich unveränderbar und statisch vor uns steht, als den Lidschlag eines Augenblicks erkennen, als das Festhalten von etwas, das eigentlich nicht festzuhalten ist. Also ein ähnliches Paradox, wie das, was wir bisher schon an Paradoxa gesehen hatten. Denn in Wahrheit ist das, so könnte man sagen, was wir sehen, stets im Umbau begriffen. Also wir könnten jetzt imaginieren, das Ganze wäre in Bewegung und wir sehen nur einen momentanen Stillstand. Aber im nächsten Moment könnte sie irgendwas verschieben, langsam oder schnell, mit irgendeinem Tempo oder unterschiedlichen Tempi. Alles könnte sich im nächsten Moment vielleicht nur minutiös verändern, verschieben. In diesem Sinne wäre dieses Bild Komposition 9 dem Einzelbild einer Sequenz von Filmbildern vergleichbar. Jedes Filmbild können Sie zwar einzeln betrachten, aber sein eigentliches Sein als Film gewinnt es nur im Vollzug, das heißt im Durchlaufen durch den Projektor. Das Wesentliche aber ist, dass hier in Kandinskys Bild diese prinzipielle Lebendigkeit im scheinbar statischen Bild selbst abgelesen werden kann. Also dass man jetzt nicht auf eine Spekulation im Hinblick auf den Filmprojektor rekurrieren muss, sondern es gibt Momente im Bild selbst, und die muss man auswendig machen, die selber davon sprechen, dass eigentlich das Bild etwas ist, was man als in Bewegung betrachtet werden sollte. Und zwar gerade eben in dem Faktum, das ich vorhin erwähnt hatte, dass sich hier Orte in Übergängen und auch erst in Übergängen definieren, ihre Grenze bekommen. Es fällt noch etwas auf. Wir wissen nur zu gut, dass in der Wirklichkeit sich Dinge hart im Raum sich reiben, sich stoßen. Und wie wir gewohnt sind, Dinge in ihren harten Abgrenzungen wahrzunehmen, stellen wir uns zumeist auch Personen, soziale Einheiten, Kulturen vor, als Identitäten. Also gleichsam banal gesagt, wo das eine ist, kann nicht das andere sein. Vielleicht ist dies alles aber nur ein Schein. Und die Gewalt, die aus der Imagination von harten Grenzen entspringt, die Antwort auf etwas, das es in Wahrheit gar nicht gibt. Jedenfalls treffen wir hier in diesem Bild Kandinskys auf nichts dergleichen. Hier herrscht kein Kampf aller gegen alle, nicht die Bewegung eines sich behaupten Wollens, sondern wir sehen ein Nehmen und Geben von allem in Bezug auf jeweils anderes. Oder von allem auf alles, mehr oder weniger. Über alles. Andererseits kann es in diesem stetigen Umwandlungsprozess auch,
doch zeitweise wohl nur zu dominanten Heraushebungen kommen. Dies führt ein anderes Bild Kandinskis aus demselben Jahr vor, 1936, nämlich das Bild dominante Kurve. Sie sehen, das ist also stilistisch sehr, sehr ähnlich wie das Bild, wie unser Hauptbild. Und das heißt aber, es ist ein Titel von Kandinsky selber, dominante Kurve. Das Bild wird beherrscht von einer fast sogartigen Bewegung zur Mitte hin. Ist auch wieder, die Mitte ist hier sehr stark, noch stärker als bei unserem Bild, betont, wo man etwas nach rechts versetzt, ein großes Kurvenfeld erkennen kann. Doch auch hier liegt nicht eine sogenannte reine oder pure Dominanz vor, in dem Sinn, dass sich ein Formengebilde diktatorisch über alles hinwegzusetzen versuchte. Denn schon wird auch es von Flächen tangiert, Sie sehen das, angeschnitten, durchschnitten und ist in sich selbst keineswegs homogen. So gilt auch, wir wohnen dem Phasenbild eines Umbruchs bei, wo sich vielleicht für Momente nur ein in sich inhomogenes Gebilde zu einer dominierenden Bewegung aufschwingt, aber es wird so nicht bleiben, können wir wahrscheinlich sagen. Kehren wir zu unserem Ausgangsbild zurück. Wir haben bis jetzt folgende Momente hervorgehoben. Vier Momente möchte ich nochmal zusammenfassen. Erstes Moment, dass sich relativ selbstständige Orte in einem räumlichen Zueinander definieren, dass sie dabei zweitens nach Bewegungen verlangen, die einen zeitlichen Umschichtungsprozess indizieren. Dass dieser Prozess drittens nicht als ein Kampf in dem Sinne verläuft, dass sich in sich abgegrenzte Einheiten unvermittelt gegenüberstünden, dass aber viertens dominante Formen möglich werden, die gerade im betonten Auftreten ihrer Dominanz in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht eine Relativierung erfahren. Also interessant ist, gerade in dem Moment, wo sie dominant werden, werden sie gerade schon wieder relativiert. Also so, dass man sagen könnte, gerade die Dominanz ist selbst die Bedingung der Möglichkeit, die Dominanz wieder abzubauen. Nun bleibt noch ein letztes, das unsere Betrachtung dieses Bildes abschließen soll, bevor ich dann noch ein paar weiterführende Gedanken, wie gesagt, anschließen möchte, nämlich zu der Unterscheidung der beiden, in diesem Sinne möchte ich zurückkommen zu dem, womit ich begonnen hatte, nämlich zu der Unterscheidung der beiden Niveaus, die Grundlage, das Grundfeld und dem, was sich auf diesem Feld aufschichtet. Diesen Sachverhalt können wir, also den Sachverhalt der beiden Niveaus, können wir nun zunächst auch wieder räumlich betrachten. Dann können wir feststellen, dass die Grundfläche im Unterschied zu dem, was sich über sie aufbaut, relativ stabil ist, hatten wir auch schon gesehen. Hier gibt es wenig Anzeichen für Veränderung, in dem Sinne wenig stabil, relativ stabil, also ziemlich stabil. Zugleich aber mit der Einschränkung, dass es freilich vorstellbar wäre, dass sich im nächsten Moment die einzelnen Farbflächen verändern, zum Beispiel in ihrem Farbton, dass also das helle Blau vielleicht dunkler wird und das helle Rot auch dunkler, dafür das dunkler Rot heller oder was auch immer. Und doch werden wir sagen können, dass dieses in sich gegliederte Feld im Vergleich zu seinen Dynamik regelrecht evozierenden Aufbauten, das was sich darüber schichtet, eben ziemlich stabil erscheint. Wir hatten davon gesprochen, dass man das Bild als Phase eines zeitlichen Verlaufs ansehen kann, also sozusagen als Filmbild. Man kann es aber in diesem Sinne nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich entgrenzen. Man kann in ihm in der Vorstellung so etwas wie eine dritte Dimension hinzufügen. Und jetzt muss ich wieder an Ihre Imagination appellieren. Es wäre natürlich besser, ich könnte das hier vorführen. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass man das Bild um 90 Grad kippt. Und wenn das wirklich so ist, dass das zwei Niveaus hat, dann könnte man die dann wenn das Bild so vor Ihnen steht und Sie kippen es um 90 Grad. Und wenn zwei Niveaus, wenn wir nur mal von den beiden Niveaus sprechen, wenn zwei Niveaus übereinander geschichtet sind, oder ich muss dann hier kippen, wenn die übereinander geschichtet sind und ich kippe das jetzt um 90 Grad, dann haben wir ein Profil. Dann haben wir also sozusagen, die Grundfläche liegt dann wirklich hier auf unserer Grundfläche und wir haben über ihr haben wir dann das zweite Niveau. Also wir können einen freien Raum zwischen beiden imaginieren. Dabei bleibt das unserer Imagination überlassen, wie hoch oder tief der freie Raum. Darum geht es auch gar nicht, wie hoch oder tief der sein soll. Ob das da oben schwebt oder ob es vielleicht nur ganz minutiös abgehoben ist. Es wirft ja keinen Schatten. Es ist ja die Illusion einer dritten Dimension, wie wir sie aus der Natur kennen, ist ja hier eliminiert. Die gibt es nicht. Und doch denke ich, in dem Moment, wo wir von zwei Niveaus sprechen, müssen wir die Konsequenz ziehen, dass wir sagen können, es bildet sich über dem Grund,
wenn man das um 90 Grad kippt, über dem Grundniveau bildet sich eine zweite Schicht und über die dann wiederum weitere Schichten, weil wir haben ja gesehen, eine Welt schichtet sich über die andere auf und so weiter, sodass wir dann eigentlich so etwas wie ein unregelmäßiges Niveau bekämen, wenn wir das kippen würden. Wenn also diese ganze, wenn Sie das akzeptieren würden, wenn man das also akzeptiert, das als eine tatsächliche Räumlichkeit zu begreifen und das eben nicht nur als in sich verschwindende Niveaus nehme, aber dann würde eigentlich auch die Rede von Niveaus nicht mehr angemessen sein. Wenn ein Niveau direkt auf dem anderen liegt, kann man im Grunde genommen im strengen Sinne nicht mehr von Niveaus sprechen. Die Rede von Niveau evoziert eigentlich eine gewisse Distanz. Also das meine ich jetzt, wenn man das kippt, das Bild, kommt eine Art von Relief zum Vorschein. Wir haben also hier sozusagen den Aufblick und wir hätten dann einen Aufriss, wenn wir das umkippen. Es käme dann ein Profil mit Höhenunterschieden zum Vorschein, die es auf der tatsächlichen Bildfläche natürlich de facto freilich nicht gibt oder höchstens minutiös, weil natürlich auch Farbschichten, und seien sie noch so dünn, eine unterschiedliche Dicke hinterlassen. Aber in dem Sinne liegen da wirklich natürlich auch dann die Niveaus aufeinander. Die Basis wäre die Grundfläche, darüber käme die Zone eines freien Raums, der mehr oder weniger groß sein kann, und dann die Strukturgebilde in ihren Schichtungen. Denn die Strukturgebilde scheinen zumindest nicht mit der Grundfläche verbunden, nicht in sie eingewachsen zu sein. Ich denke, es gibt hier nirgendwo einen Hinweis, einen Beweis, dass das, was wir oberhalb der Grundfläche sehen, mit der Grundfläche verbunden ist. Also ich wüsste nicht, obwohl es eben, wie gesagt, keinen Schattenwurf gibt, der das Gegenteil indizieren würde, haben wir aber auch keinen Beweis dafür, dass diese Gebilde auf der Grundfläche wirklich ganz auf die Grundfläche gleichsam aufgeklebt sind. Also sie sind offensichtlich über der Grundfläche. Sie sind nicht in sie eingewachsen, nicht mit ihr fest verbunden. Auf diese Weise würde eine dritte Raumdimension, wie gesagt, in die abstrakte Kunst zurückkehren, die davor die Illusion des dreidimensionalen Raums aufgelöst hat. Also die abstrakte Kunst hat ja gerade die Illusion der dritten Dimension zurückgenommen, die Illusion des Wahrnehmungsraumes. Und auf die Weise könnte man also sagen, käme eine dritte Dimension, aber eine ganz andere dritte Dimension wieder zurück. Es wäre eine völlig andere dritte Dimension. Es wäre nicht mehr der Versuch, das dreidimensionale Außen unserer Wahrnehmungswelt in die Flächigkeit des Bildes zu übertragen, sondern es wäre eine in sich bestehende Dimensionalität, die gerade kein Vorbild in einem Außen hat, in einer Außenwelt hat. Im Profilschnitt könnte es dann so aussehen, als würden die Strukturgebilde über der Grundfläche ihre unablässigen Bewegungsformationen vollziehen. Wobei die Zeitlichkeit, mit der sich die Grundfläche modifizieren mag, eine andere ist als die, mit der sich die Gebilde über ihr umstrukturieren. Also das würde jetzt so ein Hinweis dafür sein, wie für einen Animationsfilmer das ganze Ding in Bewegung gebracht werden könnte. Man könnte das in der Tat natürlich sehr leicht, im Computerprogramm könnte man da einen Animationsfilm daraus machen. Wir hätten also auch zeitlich ein dimensioniertes, dynamisches Geschehen mit unterschiedlichen Tempi. Wenn die Struktureinheiten das Spiel ihrer endlosen Metamorphose treiben, können sie dies nur, weil sie mit dem Boden nicht fest verwachsen sind, weil ein unsichtbares, ein Luftraum sozusagen, sie davon trennt und ihnen ihre Bewegungen erlaubt. Etwa so wie das Spiel der Wolken über dem festen Erdboden, um den sich dieses Spiel gleichwohl nicht zu kümmern braucht. Dies ist freilich auch der Grund, warum sich diese Ganzheiten mit ihren Bewegungen gerade nicht hart im Raum berühren, denn das würden sie nur, wenn sie wirklich verwurzelt wären. Das sind sie aber nicht, denn sie schweben, könnte man sagen. Und nur weil sie schweben, berühren sie sich, ohne sich zu verletzen. So gleichsam wie Wolken, obwohl vielleicht, da könnte man drüber streiten, inwiefern Wolken sich nicht verletzen, sich auch verletzen können, damit der Regen dann aus ihnen strömt. Jedenfalls wie auch immer, dieses Schweben ist damit das gesuchte, denke ich, das gesuchte einheitliche Moment, das dieses Bild hinsichtlich der gesamten Komposition nach Raumzeitbewegung in einem gewissen Sinne zusammenhält. Zusammenhalt garantiert also gerade solches, dass keine starre, dingliche Klammer ist, sondern ein unsichtbares und flüssiges Moment, ja ein Moment, das der Inbegriff der Wandlung selbst ist, wenn Wandlung dort am radikalsten in Erscheinung tritt, wo keine Verankerung mehr dominiert, wo es das Prinzip der Verankerung aber dennoch gibt
damit die Radikalität der Wandlung noch in ihrer Spannung zu ihrem ganz anderen, eben der Verwurzelung, als solche überhaupt zu ermessen ist. Mit anderen Worten, wenn wir also nur eine Welt aus Verwandlung uns vorstellen würden, könnten wir die Wandlung gar nicht mehr ermessen, weil wir das Gegenteil nicht haben. Also wir brauchen ein relativ stabiles, wir brauchen ein bestimmtes Wissen von einem Fundament, damit wir überhaupt eine Wandlung als solche akzeptieren können. Diejenige Wandlung ist daher am radikalsten, die noch diese Spannung zu dem, was sie ganz und gar nicht ist, aushält und unendlich austrägt. Der Inbegriff dieses ganzen Geschehens ist zugleich der Radikalbegriff von Leben, könnte man sagen. Das ist genau das, was eigentlich Leben ist. Leben ist nicht nur solches, das sich, solange es lebt, unablässig in sich selbst vollzieht. Es tut dies nur, wenn es sich in sich selbst vollzieht. Und es tut es nur, wenn es sich auch in sich selbst zugleich mit dem konfrontiert, was es eben absolut nicht ist, einem Festen in diesem Falle. Wenn aber, wie wir sahen, die Grundlage, das erste Niveau dieses Bildes, nur relativ starr ist, denn auch hier ist eine Veränderung vorstellbar, wie wir sahen, bleibt eine Frage vorerst ohne Antwort. Die Frage nämlich, wie ist es denkbar, dass Leben sich in sich selbst mit dem, was es nicht ist, dem Festen konfrontiert? Oder anders gefragt, wie kann in ihm das, was es nicht ist, ankünftig werden? Und diese Frage hebe ich mir dann noch ganz bis zum Schluss auf. Das heißt also, mit der Antwort muss ich Sie momentan noch ein bisschen vertrösten. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich nämlich zunächst das herausgestellte, charakterisierte Schweben noch genauer betrachten. Dabei wird es auch darum gehen zu sehen, was es bedeutet, dass Leben sich so vollzieht, dass es Struktureinheiten, Ensembles konstituiert und welche grundlegenden Bezüge zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit dabei zum Tragen kommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich von drei Formen des Schwebens, die man in diesem Bild ablesen kann, sprechen und drei Formen der Unsichtbarkeit, jeweils korrelativ zu einer Form des Schwebens. Wenn man die Struktureinheiten als Welten versteht, so auch eine Hypothese, wenn Sie so wollen, dann wäre ihre Genese eine Art von Kosmogonie. Doch was für ein Kosmos ist es, der hier unaufhörlich entsteht und sich entfaltet? Wo hat dieser Kosmos selbst seinen Ort? Es handelt sich offenbar nicht um eine Weltentstehung in dem Sinn, in dem die Astronomen vom Entstehen und Vergehen von Galaxien sprechen, nicht um die bildliche Umsetzung objektiver oder objektiv zu beobachtender Vorgänge, obgleich wir wissen, also überliefert, wie fasziniert Kandinsky von Einsteins Relativitätstheorie war. Wir wissen aber auch, dass das abstrakte Bild nicht Vorgänge in wirklichen oder imaginierten Welten wiedergeben will, sondern das Eigenleben der Formen und Farben selbst. Also dasjenige, was Kandinsky bereits 1912 in seinem ersten Manifest über das Geistige in der Kunst als reine Notwendigkeit, als Notwendigkeit des inneren Klangs bezeichnet hat. Also hier auch nur das Titelbild von Kandinskys erster berühmter Schrift, die Sie bestimmt zumindest vom Titel her kennen. Das ist so eines der Grundmanifeste der modernen Kunst überhaupt, über das Geistige in der Kunst. Und heute noch ein wichtiges und lesenswertes Buch. Und da gibt es zwei Begriffe, die im Mittelpunkt stehen, reine Notwendigkeit und die Notwendigkeit des inneren Klangs. Und darüber, das werde ich kurz noch erläutern. Jede bildliche Äußerung ist, das ist Kandinskys Überzeugung, abgesehen davon, ob sie sich auf etwas anderes als sie selbst ist, bezieht oder nicht, etwas in sich selbst ist in diesem Sinne notwendig, unvergleichbar. Also jeder Strich, den wir machen, ist ganz egal, ob dieser Strich nun einen Baum symbolisieren soll oder wo einfach nur ein Strich ist, er ist, was er ist. Er ist ein Strich. Und in dem Sinne ist er notwendig. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob der ist oder nicht. Im Moment, wo er gemacht ist, ist er da. Das meint der einfache Sinn. Das ist der einfache Sinn der Notwendigkeit, von der Kandinsky spricht. In dem Sinne ist er notwendig und auch notwendig heißt unvergleichbar. Dieser Strich, den ich ziehe, ist genau dieser Strich. Wenn ich einen zweiten ziehe, ist das eben nicht genau der gleiche, sondern wieder ein neuer. Jeder Strich, den ich ziehe, ist unvergleichbar, außer aller Relation zu anderem. Und zugleich sind aber diese Gebilde allgemein, was es auch immer ist, Linien in welcher Weise auch immer, Formen in welcher Weise auch immer, ist das auch ein Klang, nämlich etwas Dynamisches. Also ein Inneres, das aus sich selbst heraus sich entfaltet, wie eben ein Klang. Das heißt also, wenn ich
Wenn ich einen Strich ziehe oder ein Gebilde male, ist das immer ein Prozess. Und man kann also nicht sagen, es ist statisch in dem Sinne, dass das einfach dann irgendwann da ist, sondern es ist geschehen. Und auch der Betrachter kommt ja wieder in einen Prozess, wo er das wieder nachvollzieht oder nachvollziehen kann. Also auch er kann wieder eintreten in einen Prozess. Und das betrifft im Grunde genommen eigentlich eben jede künstlerische Äußerung, ob das ein sogenanntes traditionelles Bild ist oder ein Bild der modernen Kunst. Alles lässt sich letztendlich auf diese letzten oder ersten Partikel zurückführen, die grundlegenden Bildkomponenten jedes Bildes sind. Und darauf reflektiert Kandinsky in seinem ersten Werk über das Geistige in der Kunst. Das sind die reinen Notwendigkeiten in ihrem inneren Klang. Wenn wir also die Frage stellen, um welche Welten und um welche Art der Weltentstehung es hier geht, wird die Antwort sein müssen, es sind die Struktureinheiten, die das Leben selbst bildet, wenn es sich vollzieht und aus sich selbst Welten heraustreibt. Die Bewegung der Genesen ist hier Selbstbewegung im eigentlichen Sinn. Etwas bewegt sich aus sich selbst heraus, nimmt aus sich selbst heraus unaufhörlich neue Gestalt an, und was sich derart in sich selbst umschichtet, ist der einfache und radikale Begriff des Lebens als eine Autogenese. In diesem Sinn wird man sagen müssen, dass es nicht Welten gibt, so wie man Steine am Wegesrand vorfindet, sondern das Leben Welten aus sich entwirft. Die Weltaufspannung ist dann eine Weise, wie Leben sich in sich selbst entäußert, sich etwas vorwirft, das ihm dann wie ein angeblich Fremdes begegnen kann, dann wieder auf es zurückkommt. Die dem Lebensvollzug selbst entsprechende, die Innensicht dieses Prozesses wiederholt der Akt, der diese Bilder malt. Also in dem Sinne wiederholt Kandinsky die Kosmogonie der Weltentstehung, wie Leben Welten, Sinnwelten entstehen lässt. Und damit, denke ich, zeigt sich ein erster Sinn von Unsichtbarkeit. Wenn Sichtbarkeit, der Schein der Welt, das ist die Sichtbarkeit, die wir alle haben, Wenn diese Sichtbarkeit aber erst vom Leben erzeugt wird, dann kann das Leben selbst nicht noch einmal sichtbar sein an ihm selbst. Sondern wird es sichtbar, dann ist es schon nicht mehr sich vollziehendes Leben, sondern ist schon im Kontext durch es eröffneten Welt bestimmt. Das ist das Grundproblem jeder Art der Reflexion. Wenn ich also auf das Leben reflektiere, dann habe ich das Leben gewisserweise schon in die Sichtbarkeit gezogen. Wirklich unsichtbar ist das Leben nur dasjenige, das sich wirklich aus sich heraus vollzieht. Aus absoluter Selbstaffektion, wie Michel Henry sagt. Und damit bin ich auch bei Michel Henry, das war ja auch angekündigt, dass ich kurz zu ihm Stellung nehmen wollte. Das ist der Grundgedanke, den ja eben bekanntlich Henry in seiner Kandinsky-Interpretation, es gibt ja auch dieses hervorragende Buch von Michel Henry über Kandinsky, das ist der Grundgedanke, den auch Michel Henry in seiner Kandinsky-Interpretation zum Ausdruck bringt. So ganz kurz nur, wie Henrys Interpretation aussieht. Gegenüber der neuzeitlichen Weltsicht, welche Natur auf ihre geometrische Struktur reduziert und mit der Entwertung der sinnlichen Erscheinungen zu bloßem Schein einen Ausschluss der Sinnlichkeit betrieben hat, ist Kandinskys Anliegen, so Henry, eine Umkehr, eine Gegenreduktion. Diese suche das, was in der galileischen Reduktion ausgeschlossen wurde, wieder in sein Recht einzusetzen. Die, wie es bei Henry heißt, sinnliche und fleischliche Schicht des Universums in statu nascendi, auch wichtig, also im Aufbruch, im unaufhörlichen Prozess, den reinen Eindrucksfluss, wie er sich im Innern des Lebens selbst in seinem Pathos absoluter Selbstaffektion vollzieht. Kandinskys besondere Leistung, seine bildnerische Revolution, so Henry, liege somit darin, uns unser Leben zurückzugeben, gegen die galileische, gegen die kartesianische Umdrehung der Perspektive auf unser Leben. Es gibt dann auch noch ein Zitat, das ich der deutschen Übersetzung von Rolf Kühn hier ganz gerne noch nennen würde. Am rein sinnlichen Ursprungsort von Form und Farbe umschlingt sich unser Leben in der Unmittelbarkeit seines Pathos, bevor sich der Horizont einer Welt auftut und dessen Licht leuchtet. Also Sie haben hier diese Metapher des Umschlingens. Das Leben kreist in gewisser Weise in sich selbst, es bewegt sich in sich selbst und schafft etwas aus sich selbst heraus, in Unmittelbarkeit, also ohne Distanz. Und schafft aber gerade dasjenige, was die Bedingung der Möglichkeit von jeglicher Distanz ist, nämlich die Abständigkeit der Welt. Und die wird dann auch sichtbar, weil sichtbar nur sein kann, was in einer Abständigkeit ist.
Die Welt leuchtet, deren Licht leuchtet, oder der Horizont der Welt, dessen Licht leuchtet. Das heißt also, die Welt kann man sehen, die Welt ist sichtbar, aber dasjenige, was die Welt zur Welt gemacht hat, in die Welt gehoben hat, das bleibt unsichtbar. Das Leben, das sich vollzieht. Also das wäre unser erster Sinn von Unsichtbarkeit. Diese pathische Veränderung hat in diesem künstlerischen Akt ein paradox anmutendes Ergebnis zur Folge. In den Formen und Farben als solchen den reinen Eindruck zu erleben, den Selbstvollzug des Lebens auf diese Weise patent werden zu lassen. So interpretiert Henri Kandinsky. Und das heißt, das schlechthin Unsichtbare in die Sichtbarkeit rücken oder mit Henris Worten das pathische Vermögen selbst zu malen. Also eigentlich, was man gar nicht kann. Das absolute Paradox. Etwas sichtbar zu machen, was absolut unsichtbar ist. Die pathische Veränderung besagt somit eine Versichtlichung des Unsichtbaren in diesem Selbst. Also eine Versichtlichung ohne ein Hinaustreten in einen zuvor entworfenen Welthorizont. In der konkreten Kunst oder in der abstrakten Kunst, je nachdem welchen Terminus man bevorzugt, wird sich der pathische Lebensvollzug seiner selbst inne, ohne von einem eine distanzierende Räumlichkeit beanspruchenden Selbstbewusstsein Gebrauch zu machen. So könnte man sagen, in Kandinskys Komposition malt sich absolute Selbstaffektion selbst. Kandinsky drückt das so aus, so ist es klar, dass die Farbenharmonie nur auf dem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele ruhen muss. Diese Basis soll als Prinzip der inneren Notwendigkeit bezeichnet werden. Hier haben Sie nochmal den Begriff der inneren Notwendigkeit und Sie sehen aber zugleich, natürlich, Kandinsky benutzt noch die Sprache der überlieferten Metaphysik. Er spricht noch von Seele. Also was hier Kandinsky mit Seele bezeichnet, wird Michel Henry dann mit dem Begriff des Lebens übersetzen. Schweben, um darauf zurückzukommen, Schweben besagt also in einer ersten Bedeutung, Sie erinnern sich, wir wollen drei Bedeutungen herausstellen, in einer ersten Bedeutung und korrelativ zu dieser ersten Bedeutung von Unsichtbarkeit, dass ein Geltungsboden in dem Sinne aufgehoben ist, als die gezeigten Dinge nicht mehr in einem homogenen Bereich, genannt objektive Welt, verankert sind, sondern in der Genesis ihres lebendigen Entstehungsprozesses nur mehr in Relationen zueinander stehen. Also gleichsam, als wenn wir nun dem Leben in Stato Nascendi selber zusehen würden, was natürlich nicht geht, dem Leben zusehen würden, wie es Welten entwirft. Das würde der erste Sinn von Schweben auch sein. Also wir sind nicht mehr verankert in der objektiven Welt. Wir haben die Gegenreduktion vollzogen, in diesem Sinne. Henris Analyse wäre in einer doppelten Hinsicht zu erweitern, würde ich aber sagen. Also ich würde ganz gerne noch zwei Momente dann hinzunehmen. Denn zu diesem ersten Befund eines Schwebens kommt zunächst ein weiterer hinzu. Um den geht es jetzt. Wenn es in der Tat zutrifft, dass wir mit diesem Bild den festgehaltenen Augenblick eines nicht abschließbaren Prozesses sehen, dann ist in diesem Prozess nicht nur der Inhalt des Bildes in beständigem Umbau begriffen, in einem Umbau, von dem wir einen gleichsam eingefrorenen Moment erhaschen, sondern wir können den Rahmen des Bildes verschieben, indem wir Teilbilder aus ihm herausschneiden können und in diesen wiederum weitere Teilbilder und so weiter. Wir haben das ja am Anfang schon mal gesehen. Oder umgekehrt das Bild selbst als Teil eines noch größeren auffassen. Auch das wäre möglich. Auch indem wir Bilder im Hoch- sowie Querformat ausschneiden, um 90 Grad drehen oder spiegeln können. Also das ist mal einfach so ein paar Experimente, was man aus diesem Bild machen kann. Das Bild lässt das zu. Bei anderen Bildern würde das nicht gehen. Da würde also einiges auf der Strecke bleiben. Dadurch, dass der Rahmen selbst in Bewegung kommt, ich würde also sagen, damit kommt der Rahmen selbst in Bewegung, kann man hier zwar von Teilen sprechen, aber nicht in dem Sinne von einem Ganzen, dass dies ebenso sichtbar wäre wie diese Teile. Mit anderen Worten, also wenn ich jetzt die Teile habe, dann habe ich das Ganze eigentlich nicht. Aber doch habe ich es irgendwie, denn ich weiß ja, also wenn Sie jetzt nur auf diese Teile konzentrieren, Sie wissen, wenn Sie das Bild vorher gesehen haben, wissen Sie, dass da fehlt noch was. Das ist eben doch nicht das, was Kandinsky ja eigentlich gemalt hat. Aber das Ganze ist unsichtbar geworden, wir sehen es nicht mehr. Aber wir wissen es noch, wir haben noch die Ahnung, dass das hier Momente eines größeren Ganzen sind. Gleichzeitig ist es aber sinnvoll, noch von Teilen zu sprechen, da sich Teile absondern lassen und sogar das Bild selbst als ein Teil begreifbar ist, in dem Moment, wo wir uns eben vorstellen können, das Bild könnte noch viel größer sein.
Es gibt durchaus Rahmen, doch der Rahmen des Bildes selbst oder die Rahmen von Bildteilen in diesem Bild oder ein imaginativ vorzustellender Rahmen, in dem der sichtbare Rahmen noch seinen Platz fände, all diese Rahmen verhalten sich ähnlich zueinander, wie es schon bei den Gehalten, den Teilen, den einzelnen Welten, den Struktureinheiten der Fall ist. Sie sind in dem Sinne in Bewegung, dass hier auch die Rahmen einem Verschieben unterliegen. Also nicht nur die Inhalte, auch die Rahmen verschieben sich. Es lassen sich nicht nur Rahmen in Rahmen einzeichnen, sondern es lässt sich eine Variabilität von Rahmeneinzeichnungen vornehmen, die, wie schon die Teile, einander überlagern und überlappen können. Also wir können das dann natürlich fast ultimo können wir das potenzieren. Ähnlich also wie es einen Boden gibt, doch keinen solchen, auf dem etwas verankert wäre, gibt es Horizonte. Wenn wir also jetzt vom Horizont sprechen, wenn wir vom Rahmen sprechen, sprechen wir vom Horizont im Grunde genommen. Gibt es Horizonte, Rahmen, doch solche, die ebenfalls die starre Notwendigkeit, ihre Gehalte eindeutig ein- und abzugrenzen, verloren haben. Das heißt, auch diese Horizonte stehen nicht in einem alles ordnenden System, einem Ganzen, das sie und die Gehalte in ihnen vereinheitlichen würde. Ja, streng genommen haben wir es hier gar nicht mit Horizonten zu tun, wenn Horizonte, wie Husserl betonte, Erfahrungsgrenzen bilden, deren Lebendigkeit durch die Möglichkeit bestimmt ist, dass Erfahrung immer weiter auf neue Erfahrung verweist, eben mittels der Horizonte. In dieser Verweisungsfolge bleibt das Erfahrungsleben mit sich identisch, so sagt Husserl, und konstituiert so die Einheit einer Welt aus Erfahrung. Dieses Modell, dieses Husserlsche Modell, kann hier keine Anwendung finden. Und warum nicht? Die Antwort lautet, weil es hier keine Verweisungen gibt. Eine Verweisung besteht darin, wenn ich von einem Hier aus das Dort, das ich erfahrungsmäßig noch nicht realisiert habe, schon vorgezeichnet habe. Das Dort oder zeitlich gesprochen das Danach ist also im Hier bzw. Jetzt in gewisser Weise bereits enthalten. Es gibt hier eine unbestimmte Bestimmbarkeit, wie Husserl sagt. Ein Vorwissen, das sich sukzessiv erfüllen kann und das, wenngleich es durch tatsächliche Erfahrung auch enttäuscht wird, also ich stelle mir vor, dass dahinter vielleicht das Meer ist und dass, wenn ich dann die Tür öffne, muss ich feststellen, ja, ist leider halt doch nicht der Fall. Es kann also Enttäuschung geben, aber das ist für Husserl immer nur partiell. Und die partielle Enttäuschung negiert niemals den Kontext der Erfahrung als Ganze, die Einheit der Erfahrung als Ganze, sondern die Enttäuschung ordnet sich dann sofort wieder mit einem neuen Wissen. Dann weiß ich eben, aha, da ist kein Meer, da ist etwas anderes. Das ordnet sich dann sofort wieder in die Kontinuität der Erfahrung ein. Also wir haben bei Husserl in dem Sinne partielle Enttäuschungen sehr wohl, so wie auch in unserem, können wir das alles ja auch lebensweltlich nachvollziehen, aber wir haben niemals eine Enttäuschung, die jetzt plötzlich die ganze Welt abbrechen lassen würde. Es sei denn, vielleicht die phänomenologische Reduktion, aber das ist ein anderes Thema. Also in dem Sinne, in dem husserlschen Welterfahrungsmodell, das wir auch lebensweltlich nachvollziehen können, entfaltet sich auf relativ kontinuierliche Weise ein Horizont aus dem anderen. Wenn wir nun in Kandinskis Bild einen Ausschnitt betrachten, deutet in ihm aber nichts darauf hin, wie es hinter seiner Grenze, seinem Rahmen weitergehen könnte. Also umgekehrt, wenn wir mal den umgekehrten Fall nehmen würden und wir kennen das ganze Bild nicht und ich hätte Sie jetzt nur damit konfrontiert, dann könnten Sie natürlich auf viele Weise imaginieren, wie das weitergehen könnte. Es könnte auch plötzlich, es müsste ja auch gar nicht weitergehen, es könnte ja auch zum Beispiel hier die Linie aufhören. Oder in welcher Weise etwas weitergeht. Also mit anderen Worten, wir haben nicht wie in klassischen Bildern die Einheit einer Erfahrungsumwelt. Also wenn wir ein berühmtes Beispiel dagegen halten, so können wir hier dann doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es hier weitergeht, links und rechts. Und zwar nicht auf eine willkürliche Art und Weise. Sie würden mir wahrscheinlich nicht zustimmen, wenn ich Ihnen jetzt erzählen wollte, dass hier ein tiefer Abgrund in Wirklichkeit dann wäre. Vielleicht 5000 Meter tief oder was auch immer. Wenn Sie sagen, ja, das ist Unsinn, das ist sehr wahrscheinlich so nicht der Fall. Sondern sehr wahrscheinlich geht das so weiter, wie man das hier sieht, eine Landschaft. Wenn ich jetzt nun sagen würde, ja, da kommen jetzt Tannenbäume, dann kann das natürlich nicht stimmen. Das könnten dann auch Buchen oder Eichen sein oder was auch immer. Das nennt Husserl partielle Enttäuschung. Aber dass wir überhaupt dann einen Erdboden haben, dass wir hier einen Boden haben, auf dem wir gehen können, dass es hier eine Landschaft gibt,
die wird sich so oder ähnlich weiterentwickeln. Also wir haben hier sehr wohl eine realistische Vorzeichnung, dass wir eine gewisse Welt, wenngleich nicht im Detail, aber wir haben eine gewisse Umwelt, können wir imaginieren. Und genau das können wir aber in dem abstrakten Bild nicht. Hier im Falle des abstrakten Bildes gibt es eben nicht den Ausschnitt aus einem homogenen Raum zu einer bestimmten Zeit. Wir können nur sagen, dass es an den Grenzen des Bildes irgendwie weitergehen könnte, ob aber in Rot, Blau oder Grün, ob mit Linien, Rechtecken oder amorphen Formen. Das ist nicht und auch nicht einmal vage vorgezeichnet. Andererseits jedoch motiviert der Sog, dass ein Bild das andere überlappt, dazu zu sagen, dass es doch außerhalb der Ränder dieses Bildes irgendwie weitergehen könnte. Also wir haben das auch hier wieder, wir können das nicht so weit führen, dass wir sagen könnten, nein, da kann es überhaupt nicht weitergehen. In den Bildwelten Kandinskis setzt sich ein je eigenes, also nicht ohne weiteres fort. Man kann das vielleicht nur mit der Wendung ohne weiteres, nicht ohne weiteres bezeichnen. Es kann nicht eigene Bestimmungen zur Charakterisierung des anderen verwenden. Das, denke ich, ist jetzt nur die wichtige Conclusio. Es kann nicht eigene Bestimmungen aus dem eigenen Sichtbaren zur Charakterisierung des anderen, das noch nicht sichtbar ist, verwenden. Und das heißt, das eigene konfrontiert sich hier ständig mit dem ganz anderen zu ihm. Also steckt eine gewisse Theorie der Alterität darin. Es ist in dem Sinne durchlässig, transparent, dass hier eine Bewegung von ihm aus, sozusagen die egozentrische, keinen Erfolg verzeichnen kann, da das andere zu ihm es stets überraschen kann. Also wir müssen immer mit einem Überraschungsmoment rechnen, das viel stärker ist als die Enttäuschungen, von denen Husserl als Möglichkeit der Erfahrungswelt spricht. Was gegeben wird, ist also nicht eine Verlängerung des eigenen, sondern der stete Einbruch des anderen. Diese negative Gegebenheitsweise des anderen, dass wir hier nur wissen können, dass es weitergeht, dass es aber eben keinerlei, auch nur vage Vorzeichnung gibt, kann man als eine meontische bezeichnen. Also wir wissen, dass es weitergeht, sehr wahrscheinlich, aber wir können nichts aussagen über das Wirkliche, wie das wirklich aussieht. Die Art und Weise, wie das andere ist, rückt für meinen jeweiligen Standpunkt in die Negativität. Das andere ist, aber es ist mit den Koordinaten meiner Welt nicht zu ermessen. Darin zeigt sich eine zweite, jetzt komme ich zu der zweiten Bedeutung von Unsichtbarkeit und damit auch des Schwebens. Das andere ist relativ zum jeweils eigenen unsichtbar für die Sichtbarkeit garantierenden Koordinaten des eigenen. Daraus folgt jedoch nicht ein absolutes in sich gegründet sein des eigenen, und zwar nicht nur deshalb, weil es hier, wie wir ja sahen, eben keinen tragfähigen Boden gibt, keine wirkliche Verankerung, sondern das Faktum, dass im Kontext einer Auflösung der Horizontverweisungen das eigene stets auf das andere meontisch bezogen bleibt, im Sinne von es geht weiter, dieses Faktum selbst ist es, das jeglicher Tendenz eines Fundamentalismus entgegenarbeitet. Das Schweben meint hier also nicht die erste Tatsache, das Faktum, dass ich schwebe, weil ich absolut nicht in dem anderen, das ich nicht bin, verankert bin in der Welt, sondern vielmehr aus der Pathik reiner Selbstaffektion existiere. Jetzt bezieht es sich vielmehr darauf, dass die Verwirklichung dieser Selbstautarkie sehr wohl stets auf das andere verwiesen ist, das aber nie eingeholt werden kann. Wenn man will, stellt das Schweben in diesem zweiten Sinn eine Korrektur der Bewegung des Schwebens im ersten Sinn dar. Zu leben heißt, sich in absoluter Selbstaffektion zu vollziehen und diesbezüglich nicht in einem anderen verankert zu sein. Schön und gut. Dies jedoch nicht so gedacht, dass das andere dem Selbst gar keine Grenze ziehen würde. Also in diesem Sinne korrigiert die zweite Bedeutung des Schwebens die erste Bedeutung. Weil die erste Bedeutung des Schwebens sehr stark auf die Bedeutung des Eigenseins, des Selbstseins, die absolute Selbstaffektion, das Entstehen der Welt aus der absoluten Selbstaffektion, aus einem Selbst heraus tendiert. Und die Frage ist dann ja unter andere, und genau darauf gibt dann eben die Bedeutung des zweiten Schwebens eine Antwort, denke ich. Das einheitliche Strukturmoment dieses zweifachen Schwebens bringt nichts anderes zum Ausdruck als diese grundlegende Tatsache menschlicher Existenz. Leben existiert aus absoluter Selbstaffektion, da es aber zugleich an das andere verwiesen ist, kann es nie nur in seinem Status reiner Selbstaffektion zu Hause sein. Das geht gar nicht. Obwohl es diesen Status nie verliert, das ist wichtig, also der Status selber wird auch nicht relativiert.
Solange es existiert, hat es diesen Status. Subjektives Leben vollzieht sich in seiner Tiefe, stets selbstaffektiv. Überdeckt, überschichtet es doch in dem Moment, wo es sich weltbildend in Welt einrichtet, diesen Status, eben diesen Status, ohne ihn beseitigen zu können. Also in dem Moment, wo das Leben Kraft der eigenen Selbstaffektion Welt bildet, hat es sich gleichsam schon an die Welt verloren. Und die Frage ist dann zweifach, wie es sich selbst aus der Welt zurückgewinnt und wie es aber auch den anderen aus dieser gleichsam eigenen Welt befreit. Das wäre sozusagen jetzt die Konstellation des ganzen Problems. Man kann es auch so ausdrücken, Leben entfernt sich von sich selbst, ohne sich doch wirklich hinter sich lassen zu können. Es schwebt, da könnte man, was ist das dann? Da muss man auch sagen, das ist ein Schwebevorgang. Man entfernt von sich selbst, ohne doch von sich selbst loszukommen. Es schwebt fortan in dem Sinn, dass es nie wirklich zu sich selbst zurückkehren, nie wirklich ein sogenanntes Selbst realisieren kann. Also das Selbst gibt es eigentlich ja gar nicht. Aber es gibt die Bewegung zum Selbst, die gibt es sehr wohl. Genauso wenig, wie es das andere, die anderen wirklich erreichen kann. Man kann eben die anderen auch nicht wirklich erreichen. Menschliche faktische Existenz ist folglich eine Existenz des Zwischen. Aber ausgespannt zwischen zwei Polen, also nicht das Heideggersche in der Welt sein, sondern ein Zwischen, das gerade auch den Zirkel des in der Welt Seins nach allen Seiten durchbricht, aber doch im Zwischen ist. Ausgespannt zwischen zwei Polen, die gleichzeitig dieses Zwischen absolut übersteigen, den Polen des Selbst und des Anderen. Und erst die zweite Bedeutung des Schwebens vermag dieses Zwischen wirklich zu charakterisieren und damit seinen vollen Sinn als Ausdruck des Schwebens schlechthin zu erschließen. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt, zum dritten Schweben. Wir können in Kandinskis Bild jedoch noch eine dritte Art des Schwebens antreffen. Gehen wir wieder vom Bild selbst aus. Es war die Rede davon, dass die Bildkomplexe nicht wirklich in einem einheitlichen Boden fundiert sind, sondern in gleichsam freiem Spiel aus sich selbst entfalten. Dass sie aber nicht wirklich je in sich bestehen, sondern immer auch schon mit einem anderen, das sich nicht festlegen lässt, konfrontiert sind und dass beides zusammen einen eigentümlichen Schwebecharakter inzwischen des eigenen und des anderen bildet. Das nochmal zusammengefasst. Nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, Frage lautet, was jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Was bleibt noch übrig? Die Gebilde, die wir sehen, schweben noch auf eine dritte Art und Weise, nämlich in dem ganz banalen Sinne, von dem ich schon anfänglich gesprochen hatte, nämlich in dem banalen Sinn, dass sie nicht anstoßen. Sie besitzen keine Konfrontation mit der harten Wirklichkeit, dem Undurchdringlichen, so könnte man das nennen. Sie stoßen sich eben nicht hart im Raum. Sie haben keinen Widerstand. Sie befinden sich in einer völlig anderen Sphäre, als es die Weise markiert, wie wir unser tägliches Leben fristen, mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, die Grenzen unserer Möglichkeiten erleiden müssen, Krankheit und Tod anheimgegeben sind, mit einem Wort auf Schritt und Tritt die Grenze unseres leiblichen Vermögens erfahren. Wir sahen bereits, von all dem ist in Kandinskis Bild nichts zu verspüren. Die Gebilde schweben in einem Raum, der nicht nur nicht der Wahrnehmungsraum unserer Lebenswelt ist, sondern darüber hinaus auch nichts von der Schwere kennt, mit der sich Dinge gewöhnlich im Raum berühren. Hier stoßen die Formgebilde weder aneinander, noch müssen sie sich in einem Raum behaupten. Berühren sie sich, so geschieht dies mit einer gewissen Leichtigkeit. Sie durchdringen einander ohne Deformation. Sie überlappen sich ohne Unterdrückung. Die Formgebilde treffen mit einem Wort gesagt auf keinen Widerstand. Hier kann also alles aufeinander zufliegen, ohne dass das Blut fließt, wenn man es so ausdrücken will. In der Welt dieser Bilder gibt es keine Widerständigkeit. Und diese Abwesenheit von Widerstand bildenden Momenten charakterisiert eben diese dritte Bedeutung des Schwebens, nämlich die Formgebilde schweben, weil sie sich nicht in der realen Welt der Widerständigkeit befinden. Nun wird man sagen, dass dies doch alle Kunst betrifft. Gerade dies mache doch Kunst aus. Ein nur im Bild dargestellter Mörder verletzt niemanden erst ernstlich. Und aus einer nur gemalten Wunde tropft auch kein Blut. Michelangelos jüngstes Gericht bedeutet nicht den tatsächlichen Weltuntergang. Dieser Einwand ist gewiss zutreffend, aber es war gerade die Kunst der Moderne, die diesen Unterschied selbst zum Thema ihrer künstlerischen Darstellung machte, wie zum Beispiel Magrits berühmtes Bild der Pfeife, die keine ist,
zeigt. Also natürlich ist das keine Pfeife. Kann ich da sie in die Hand nehmen und daraus rauchen? Genau das ist das Problem, darum geht es. Aber die Moderne hat uns auf das Problem als solches erst aufmerksam gemacht. Und doch besteht, wenn wir Kandinskys Bild dagegen halten, noch ein entscheidender Unterschied. Margrit Kandinsky. Es kann hier nicht so sein, dass dieses Bild, Kandinskys Bild, lediglich sagen will, seht her, das sind nur gemalte Rechtecke, nur gemalte Kreise, keine wirklichen. Im Gegenteil, bei Kandinsky verschwimmt wiederum diese Grenzziehung, wenn alles sich der besagten inneren Notwendigkeit unterwirft. Denn ein Strich ist eben auch ein Strich und in diesem Sinne wirklich. Denn dann ist dieser so gemalte, konkrete Kreis genauso wirklich wie der Kreis, den beispielsweise das Rad eines Fahrrades beschreibt. Es geht hier also um etwas anderes offenbar. Das heißt, die Frage lautet nicht, ob wir etwas als nur imaginativ vorgestellt oder als wirklich vorhanden erachten. Beides sind Weisen des Fürwahrhaltens, der Sinnkonstitution. Sondern die Frage ist, was es heißt, dass etwas wirklich real ist. Undurchdringlich. Dass wir als leibliche Existenz solches berühren, das für unseren Leib nicht zu durchdringen ist. Nur das dergestalt Undurchdringliche ist ein Kennzeichen von Realität. Also ein pointierter Begriff von Realität. Gerade dieses Moment wird im Bild Kandinskys aufgehoben. Gerade das gibt es aber nicht. Er zeigt eine Welt, in der es genau dies nicht gibt, nämlich Widerständigkeit, die für unseren Leib eine als solche nicht sprachlich, nicht sinnhaft zu vermittelnde Undurchdringlichkeit bildet. Und gerade dadurch, dass hier das Prinzip dieser Widerständigkeit selbst vollkommen eliminiert ist, würde ich sagen, gerade dadurch, dass es das nicht gibt, zeigt es sich, aber ex negativo. Wir können also sagen, in dieser Art und Weise zu schweben, frei von aller Leibhaftigkeit, die mit Undurchdringlichkeit konfrontiert, wird diese unsere Wirklichkeit gerade gezeigt. Radikal, denn es gibt hier kein mehr oder weniger an Undurchdringlichem. Indem Kandinskys Bildwelt sich völlig davon befreit, zeigt sie dieses Prinzip ganz. Das Schweben frei vom Druck der Dinge und eines sie erleidenden Leibs hat die Unsichtbarkeit der Widerständigkeit realer Verhältnisse zum Korrelat. Und das ist dann die dritte Art der Unsichtbarkeit. Diese dritte Art der Unsichtbarkeit verweist auf die Verfasstheit unserer leiblichen Existenz im wahrsten Sinne, nämlich im wahrsten Sinne auf Schritt und Tritt dem Undurchdringlichen ausgesetzt zu sein. Michel Henry, um noch einmal abschließend auf Henry zu sprechen zu kommen, Michel Henry hat im Anschluss an Maine de Biran auch gezeigt, wie sich in einer in ursprünglicher Leiblichkeit erfahrenen außersinnhaften Widerständigkeit die Auffassung von einer Wirklichkeit dinglicher Körper erst bildet. In L'incarnation ist das. Er hat dies konsequent aus der Innenperspektive des sich selbst vollziehenden Lebens heraus unternommen, Stichwort Selbstaffektion, und dabei das Faktum der Undurchdringlichkeit als eine Selbstprägung des Lebens in ihm selbst bestimmt. Demgegenüber könnte aber noch ein entscheidender Schritt weitergegangen werden. Denn dass das Faktum, dass ein widerständiger Körper berührt wird, nur, wie es bei Henri heißt, in der inneren Entfaltung der Vermögen meines Fleisches erfolge, stellt eine zwar notwendige, aber ich denke nicht hinreichende Bedingung dar. Die wirklich radikale erste Außenheit bestünde dann in dem Aufweis, dass die Undurchdringlichkeit nicht nur ein immanentes Faktum der Leiblichkeit ist, sondern ein absolut anderes, als es eigene Leiblichkeit überhaupt ist. Dass es ein solches absolut anderes indiziert, auf eine gewisse Weise indiziert. Wenngleich solche Indizierung eben noch nicht im Kontext eines Welterscheinens erfolgt, sondern noch davor liegt. Also noch nicht sozusagen schon vor dem aufgespannten Bildschirm der Welt erfolgt, schon innerhalb der Weltkonstitution, der Sinnkonstitution, sondern noch davor. Viel früher. Wenn das zutrifft, ist zu fragen, wie dieses absolut andere, das sich in der Erfahrung der Undurchdringlichkeit aufdrängt, von der meontischen Erfahrung des absolut anderen unterschieden ist. Sie erinnern sich, vom absolut anderen war schon einmal die Rede im Zusammenhang mit der zweiten Art des Schwebens, im Zusammenhang mit dem meontischen, der meontischen Gegebenheit des anderen. Der andere ist in dem Sinne auch ein absolut anderer oder auch das andere, weil wir es oder ihn oder sie eben nicht wirklich erfassen können. Und hier geht es aber offensichtlich um ein anderes absolut anderes.
Und die Frage ist, wie beides zueinander sich verhält. Eine erste Antwort auf diese Frage wird lauten müssen, dass die im Erleben des Undurchdringlichen implizierte Erfahrung des ganz anderen gerade keinen Eingang in die Konstitution der sinnhaft gegliederten Welt erhält, deren Genese durch den Zusammenstoß mit dem Undurchdringlichen ja allererst angestoßen wird. Also das ist ein Unterschied zwischen dem ontischen Sinn des anderen und diesem in der Erfahrung der Undurchdringlichkeit gemachten Erfahrung des oder des Erlebnisses des ganz anderen. Der meontische andere ist schon im Horizont einer Sinnkonstitution, ist schon im Horizont einer konstitutiv sinnhaft aufgefalteten Welt. Während es hier, wenn ich also einfach leiblich gegen etwas stoße, eine Undurchdringlichkeit erfahre, da gibt es für mich in dem Moment, muss es für mich noch keine Welt geben. Oder ich bin eigentlich mit der Grenze von der Sinnhaftigkeit der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch hier konfrontiert. So gesehen würde diese Urerfahrung eines anderen, das ein ganz anderes aus dem Grunde ist, weil es außer- und vorsinnhaft sich ereignet, durch bloßen Druck, vielleicht die vorausgehende Bedingung dafür sein, dass es das Faktum des nicht mit Sinnmitteln der je eigenen Welt einzuholenden anderen gibt. Ein Faktum dem, wie wir sahen, eben nur meontisch zu entsprechen ist. Also mit anderen Worten, dass das eine Urerfahrung ist, dass ich zunächst die Erfahrung eines leiblichen Wesens, dass ich ein leibliches Wesen sein muss, dass die Undurchdringlichkeit der Welt erfahren muss, bevor ich überhaupt eben sinnhafte Welten konstituiere und darin aber auch dann eben die Sonderkonstitution eines meontischen Weltzuganges machen kann. Abschließend sei nun gefragt, wie verhält sich diese dritte Art des Schwebens zu den beiden Erstgenannten? Also das nochmal jetzt zusammengefasst ein bisschen deutlicher noch herauszustellen. Ist die nur für ein leibliches Wesen zu erlangende Urerfahrung der Widerständigkeit nun in der Tat die Voraussetzung dafür, dass sich Welten des Sinnhaften überhaupt bilden können, wäre das, was wir in diesem Bild Kandinskis sehen, auch in dem Sinn die Phase einer Entwicklung, dass ja nicht nur ähnliche Phasen vorausgingen, sondern eben ein ganz anderes, nämlich der an ihm selbst unsichtbare, nur im leiblichen Druck erfahrbare Zusammenstoß mit dem bloßen Undurchdringlichen, der dadurch immer schon erfolgte, dass wir inkarnierte leibliche Wesen und eben keine Engel sind zum Beispiel. Dieser je schon geschehene und unaufhörliche geschehende, dabei im Unsichtbaren verbleibende Prozess mag gemeinsam mit dem ebenfalls vor dem Sichtbaren der Welt sich entfaltenden Prozess der unablässigen Selbstaffektion die Bedingung dafür sein, dass Bild, Sprache und überhaupt sinnproduzierende Imagination provoziert wird und so die imaginativen Zeiträume von Welten aufgefaltet werden, in die sich Existenz vor dem Zudrang des keine Distanz zulassenden Undurchdringlichen zu retten versucht. Also es geht letztendlich um die Frage, was macht unsere menschliche Kultur aus, die eine Kultur eben der Distanzhaftigkeit ist. Alle Welten, die wir sinnhaft bilden, man könnte sagen, eben alle Kultur, die wir bilden, hat es immer mit Verlängerung zu tun. Je mehr Kultur, könnte man sagen, desto länger wird die Zeit. Also heutzutage mit technischen, wissenschaftlichen Mitteln können wir riesige, gar nicht lebensweltlich mehr ausdrückbare Distanzen von Zeit überbrücken. Ja, die Zeit selber ist so ein Relativum dann geworden. Das heißt also, es verlangt einer ganz bestimmten imaginativen Kraft, das zu können. Und wir wissen das ja auch, dass sich das entwickelt hat. Eben der Cro-Magnon-Mensch konnte das natürlich noch nicht. Aber er konnte schon etwas, was vielleicht der sogenannte Neandertaler noch nicht konnte. Also das Ganze hat auch eine Entwicklung. Und die Frage ist, welches ursprüngliche Moment hinter dieser Aufhaltung von Sinnwelten, von imaginativen Welten und alle Welten, in denen wir sind, sind solche imaginativen Welten, was das noch veranlasst haben könnte. Und die These würde sein, eben etwas, was genau das nicht ist. Und das ist der bloße Druck, den wir durch unsere Leiblichkeit erfahren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe unsere Sinnwelten nicht. Das heißt, wir würden dann an den Dingen kleben, im wahrsten Sinne des Wortes, kleben wie die Fliegen auf dem Butterbrot oder wo auch immer. Wir hätten keine Distanz, wir könnten nicht flüchten. Aber unsere Imagination erlaubt uns, das berühmte Beispiel, also selbst im Gefängnis kann man frei sein, also man kann in Ketten liegen, man kann dann, wenn man die Imagination noch hat, sich wenigstens vorstellen, man könnte frei sein. Das hat damit zu tun. Also selbst unter Gewalteinwirkung kann man noch dann die Imagination zu Hilfe nehmen, aber es braucht offensichtlich eine Gewalteinwirkung, damit so etwas auch überhaupt erst anspringt.
Und das ist natürlich auch eine wichtige Frage für die Motivation der Philosophie oder der Phänomenologie. Muss da nicht eine schreckliche Existenzerfahrung dem vorausgehen, damit man überhaupt motiviert wird, Philosoph zu werden? Also muss man nicht eine schreckliche Erfahrung gemacht haben, dass man eben in der Welt nicht mehr, dass man die Welt nicht mehr akzeptieren kann und dass man dann erst motiviert wird. Aber was ist diese Erfahrung, dass man etwas nicht akzeptieren kann? Wenn man diese nochmal zerlegt und den Sinn abzieht, kommen wir auf einen bloßen Druck, der mir die Luft nimmt. Ich kann nicht mehr atmen. Ich bekomme keine Luft mehr. Und ich rette mich dann in etwas, was ich entwerfe. Sie können das nachlesen in anderen Termini, zum Beispiel bei Nietzsche, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Das ist genau eine solche Genealogie beschrieben. Über die Konstitution der imaginativen Welt des Mythos, das ist eine erste Stufe, und dann wird der Mythos noch aufs Theater gebracht, eine Potenzierung der Imagination. Und Nietzsche sagt, warum haben das die Griechen getan? Um leben zu können, ganz einfach, nicht aus ästhetischen Gründen, weil das schön war, dass man also ein Theaterstück vorgeführt hat, damit die leben konnten, das meine ich. Dieser Druck, der dahinter steht, dieser Druck, den man, nur weil wir leibliche Wesen sind mit all dem, was damit zusammenhängt, dass wir ein endliches Leben haben, dass wir durch Krankheiten, durch Tod bedroht sind, dass wir eben auch von Gewalt immer affektiert werden, dass wir dem ausgesetzt sind und dass wir dann Techniken schaffen, um uns davon zu distanzieren. Und letztendlich ist, und damit könnte ich jetzt eigentlich auch zum Ende kommen, das ist letztendlich auch die Geburtsstunde der Kunst. Und jetzt könnte man in der Tat auf dieser Folie so etwas wie eine phänomenologische Genealogie auch der Kunstgeschichte Europas zum Beispiel schreiben und das vielleicht auch mit anderen Kulturen dann noch parallelisieren, wo das sicher natürlich anders verläuft, aber wo es auch Gemeinsamkeiten gibt. Und wo man dann sagen könnte, ja, und jetzt auf das Bild zum Schluss zurückzukommen, vielleicht kommt das in so einem Bild hier, wird all das aufs Tablett gebracht. Wir können all das aus dem Bild herausholen. Also ich bedanke mich sehr, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bis zum Ende geblieben sind, dass Sie mit dabei waren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich möchte ich jetzt nicht ganz schließen, ohne die obligatorische Frage zu stellen. Wenn Sie noch Fragen haben, die ohne weiteres jetzt auch noch zu stellen, so viel Zeit sollte noch sein, dass Sie, ja bitte, gerne. Ja, Sie hatten gesagt, dass Michel Henry das Wort Seele mit Leben übersetzt hat. Wie erklärt sich das? Ich habe jetzt leider die konkrete Stelle nicht da. Er nimmt tatsächlich den Begriff Seele auf. Und er transformiert ihn dann in seiner Interpretation allmählich in den Verstehenshorizont seiner Philosophie, also in die Philosophie der Selbstaffektion, des Lebens. Leben ist ja der Grundterminus von Michel Henry. Natürlich muss man seinen Lebensbegriff nehmen. Also nicht Michel Henrys These ist, dass dasjenige, was Kandinsky gemeint hat, genau dasjenige sein kann, was man mit seinem Henrys Konzept interpretieren kann. Das ist die These. Natürlich könnte man jetzt darüber diskutieren, inwiefern das wirklich zutrifft. Eines muss man allerdings sagen, und das ist wirklich der Fall, Kandinsky, wenn Sie das Buch aufschlagen, und Kandinsky ist eben nicht Philosoph, er spricht mit der metaphysischen Terminologie, die sich bis dahin vererbt hat. Und man merkt, das ist eigentlich auch hier wieder ein zweischichtiger Text. Also wir merken, er verwendet die alte Terminologie und meint aber im Grunde genommen schon was anderes. Also im Grunde genommen, das, was er wirklich sagen will, revoltiert ständig gegen die Termini, die er wirklich verwendet. Das kann man, glaube ich, wirklich einer Analyse, wenn man über das Geistige in der Kunst, wenn man da das mal sich konkret ansieht, das kann man, glaube ich, wirklich feststellen, dass das eben doch nicht das darin Gedachte, ist nicht mehr einfach mit dem Gedachten der Tradition so ohne weiteres zusammenzustellen. Aber das Handwerkszeug, das war natürlich eben noch, Kandinsky war nicht jemand, der wirklich Begriffe geschöpft hat. Also er verwendet einfach die herkömmlichen Begriffe. Sodass man wirklich fragen muss, was hat er sich dabei gedacht, als er den Begriff Seele verwendet hat. Und Michel Henrys These ist, Kandinsky hat sich das gedacht, was er, Henri, unter Leben bezeichnet. Und aber zumindest gibt es, wenn man dem skeptisch gegenüberstehen mag, gibt es die Brücke, und das kann man, glaube ich, wirklich in einer Textanalyse von
Kandinskis Schrift sehen, dass das schon in Kandinsky eine Verwerfung hat. Dass er mehr sagen will, als der Begriff hergibt, im Grunde genommen. So, dass man das auch so ausdrückt. Und dann hat man natürlich ein Motiv für die Interpretation. Wenn das wirklich so ist, dann sind wir aufgefordert, das noch anders zu sagen, damit wir vielleicht der Sache noch näher kommen. Ich habe noch eine letzte Anmerkung, speziell für unsere Erasmus Master Mundus Studenten. Ich wollte nur noch hinzufügen, dass wir ja auch in Prag ein breites deutschsprachiges, also das richtet sich jetzt vor allen Dingen an die, aber nicht nur, wir haben auch ein französischsprachiges Programm. Wir haben beides, wir haben ein französischsprachiges Programm, wir haben ein deutschsprachiges Programm. Und vergessen Sie uns also nicht, auch wenn Sie Ihre Studienorte auswählen, wenn Sie sie in Betracht ziehen. Wir haben mittlerweile auch ein sehr gut bestücktes, breites französischsprachiges und deutschsprachiges Programm, sodass Sie da sicher auch etwas finden würden, was Sie interessiert. Und vor allen Dingen haben wir auch, was oft, und da muss ich das auch ein bisschen, das kann ich es mir auch erlauben, eine kritische Anmerkung gegenüber den deutschen Universitäten. In Deutschland ist die halt eben aufgrund der sehr geringen personellen Kapazität der Dozenten, ist die Betreuung nicht so intensiv. Wir in Prag haben noch eine sehr intensive Betreuung. Das wollte ich jetzt nur im Sinne einer Eigenwerbung, also zum Schluss kommt jetzt ein Werbelabel, wollte ich nur sagen, also denken Sie auch dran, wenn Sie Ihre Studienorte wählen, vergessen Sie Prag nicht. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben dazu, wir stehen, Karel Novotný und ich, Annabelle auch, stehen jederzeit zur Verfügung. Sie finden uns im Internet, heutzutage findet man alles im Internet. Bitte melden Sie sich jederzeit. Wir haben jetzt auch mittlerweile deutschsprachiges Masterprogramm außerhalb und auch Promotionsprogramm. Das könnte auch für Sie interessant sein. Auch Promotionsprogramm außerhalb der Erasmus Master Mundus Geschichte. Also auch das ist ganz neu jetzt, erst seit diesem Jahr. Und das sollte ich in jedem Falle nicht vergessen zu erwähnen. Also auch das bitte im Hinterkopf behalten. Es könnte ja mal sein, dass Sie dann mal Interesse haben, bei uns aufzutauchen. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank.